Es gab in Bregenz keine starke Gründerfigur, wie es beispielsweise Max Reinhardt in Salzburg war. Es gab unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Ziele verfolgten. Die Stadt wollte vor allem den Tourismus ankurbeln. Eugen Leissing, der Landeskulturrat, hatte im Sinn der Bevölkerung irgendetwas Erbauliches anzubieten in dieser schwierigen Nachkriegszeit. Und die Künstler, die hier waren in Bregenz, die von Wien nach Bregenz geflohen waren, die wollten schlichtweg spielen. Die Festwoche 1946 punktet mit einem Rundumprogramm. Es gab sogar Sportveranstaltungen, es fand sogar ein Fußballturnier statt. Darüber hinaus gab es Theater. Das Landestheater spielte, oder die Vorarlberger Landesbühne spielte 7 gegen Theben. Es gab Konzerte, unter anderem von der Vorarlberger Oratorienvereinigung. Aber selbst der Österreichische Rundfunk hat ein Wunschkonzert im Rahmen der Bregenzer Festwoche gespielt. Die Stadt Bregenz war Veranstalter der ersten Bregenzer Festwoche und sie gab erst das Okay im Juni 1946. Es blieben nur 6 Wochen Vorbereitungszeit. Und dann sind Anfang Juli die Herren, so sagt man, hier entlang spaziert und haben auf den See geblickt und sind draufgekommen, hey, das könnte es eigentlich sein. Es ist kostengünstig, man braucht nur 2 Kieskerne herzuschleppen und eine Bühne draufzubauen. Und es hat auch akustische Vorteile, eben weil Wasser ein natürlicher Schallverstärker ist. Es gibt zum einen im Vorarlberg-Museum eben die Ausstellung über die Geschichte der Bregenzer Festspiele mit Schwerpunkt den Anfängen und den großen Umbrüchen, die es gegeben hat. Und zum zweiten gibt es diese Broschüre, die die Ausstellung kompakt zusammenfasst, vom Kieskern zur Opernbühne im See.